So Leute, heute sind wir unterwegs an einem neuen Lost Place, beziehungsweise ich bin heute unterwegs an einem neuen Lost Place. Ich befinde mich gerade auf der Insel Usedom an der Ostsee und habe mir hier mal ein sehr schönes Objekt rausgesucht. Solltet ihr schon am Anfang des Videos gesehen haben, ein verlassenes Sanatorium. Das Haus da gehört noch nicht ganz mit dazu, sondern das ist hier nur ein Stück davon. Das befindet sich, wie man sehen kann, mitten im Wald und ja, ich habe ja anfangs schon angemerkt, alleine. Denn ja, ich bin heute mal wirklich in fremdem Territorium komplett alleine unterwegs und möchte jetzt einfach mal kurz gucken. Muss hier gerade kurz in Deckung gehen, weil da hinten ist noch so ein Kinderheim und überall Leute, Touristen und so. Und ich glaube nicht, dass die so froh sind, wenn hier Leute reingehen, weil ich hatte mich mal so aus Just for Fun bei Touristen irgendwo informiert und da haben die schon ein bisschen komisch geguckt, weil das Ding hier wohl öfter im Brand steht. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal gucken, dass ich es finde, will ein bisschen hier in Deckung bleiben und ich wünsche euch trotz alledem viel Spaß bei dem Video. Fangen wir mal an. So, ich bin jetzt mal hier kurz hochgegangen. Wie gesagt, einfach guckt, dass keiner kam. Hab durch den Zaun gehuscht. Klappt ganz gut. Ich hoffe, hier kommt uns niemand entgegen, niemand mit Hund oder sonstige Sachen. Und ich hoffe, ich finde den Ausgang noch, weil der Wald ist relativ groß. Und man weiß ja nicht, was da so für Gefahren lauern. Zudem ist das Sanatorium auch schon, wie man anfangs sehen konnte, gut 150 Jahre alt. Das bedeutet, ja, man weiß ja nun nicht, ob das hier einbricht oder dergleichen, sage ich mal. Irgendwelche Gefahren. Ich werde auch mal versuchen, ein bisschen leise zu sein. Ich werde gleich die Kamera wieder wegpacken, um mich erstmal hier umzusehen. Wie gesagt, da hinten sehen wir wieder ein paar kleinere Häuser, ein paar kleinere Baracken. Und ja, das große Hauptgebäude gucken wir uns dann mal ganz in Ruhe an. Ne? Ja. Tja, nach einem kurzen, ganz kurzen Fußmarsch, gerade fündig geworden. Hier befindet sich das Hauptgebäude, das große, von dem ich gerade gesprochen habe. Steht hier seit 1800, was war das, 1870 oder so, leer. Und ja, sieht auch schon mal ganz annehmbar aus. Ich bin jetzt auch gerade nur mit Kamera und Taschenlampe ausgestattet und Handy, weil sich gerade meine Fahrgesellschaft woanders befindet. Für die ist Lost Places gar nichts. Und deshalb muss ich das hier alleine machen und irgendwie gucken, dass ich die nachher erreiche und dann nochmal zurückrufen kann. Hammer, hier liegt erstmal so ein alter Stuhl. Und hier sehen wir schon das Gebäude. Ja, und da würde ich mal sagen, gehen wir mal rein und starten wir mal. So, nicht wundern, es steigt immer mal auf andere Kameraperspektiven um.
und um einfach mal ein bisschen verschiedene Sachen zu probieren. Ist schon ziemlich krass. In der Nähe sind irgendwie Hunde, die im Nachbargrundstück bellen. Vorhin schon vor dem Eingang quasi gehört. Nur man denkt irgendwie paranoid, dass es irgendwie näher kommt oder so, manchmal so ein bisschen. Und das klingt nicht so freundlich. Hier sind Wohnhäuser. Muss ein bisschen leiser sein. Aber ich finde das hier so mega genial, diese Brücke. Boah, voll erschrocken. Ich muss mich hier ein bisschen ruhig bewegen, weil das sind Wohnhäuser. Echt schöne Architektur, das Gebäude. Hier ist zu. Ja. Es ranken sicher hier viele paranormale Aktivitäten um dieses Gebäude, habe ich im Forum gelesen, weil es ist ein sehr, sehr begehrtes Objekt auf Usedom. Dieses Sanatorium. Es ist ziemlich beliebt. Bin ich gestaunt. Und ich habe gelesen, dass hier so ein Typ immer mit seinem Hund rumschleicht und guckt, dass Leute hier nicht reingehen. Ich hoffe, wir werden diesen Mann nicht antreffen. Ja, ne? Denken wir mal positiv. Ich habe auch leider nicht so viel Zeit. Ich habe eigentlich noch, hätte ich noch gerne eine Kamera, also ein paar Bilder schießen, aber eigentlich ist gar nicht genug Zeit dafür. Gucken. Hier ist anscheinend eine kleine Bühne gewesen. Schon cool, da oben auch wieder diese Verschnörkelung, diese Säulen da oben. Schon echt cool gemacht. Kann man da nach oben laufen? Mal kurz gucken. Ich hoffe, wir sehen dann auch noch mal ein bisschen was vom Keller oder so. Bin ich mal gespannt. Hier kann man irgendwie hoch. Ist ein bisschen dunkel für die Kamera leider. Ja, falls wir in den Keller gehen, mache ich dann die Taschenlampe auch mal an. Habe hier eine gute bei. Ist so, alles ziemlich dunkel. Ah, genau, hier oben kommen wir hier hin, wo ich gerade gesagt habe. Es wird jetzt hier ein bisschen ruckelig. Aber hier oben ist dieser Saal quasi. Können wir uns kurz runterfilmen. Ne? Der Saal. Da steht noch ein alter Ofen. Kann man jetzt nicht sehen. Ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, immer schön aufpassen. Verdammt, Einbruch gefährdet. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil es, wie gesagt, das Gebäude ist 150 Jahre alt. Die Dielen knarren hier. Ich werde es mal lieber verlassen. Gehen wir mal wieder runter. Echt schön hier. Hier sieht man immer schön diese Brücke hier. Oder dieses Geländer, dieser Gang, sag ich mal. Draußen, dieser Balkon sozusagen. Echt cool. Wenn es ein bisschen dunkler wird, steige ich wieder auf die Actioncam um und werde dann auch die Taschenlampe rausholen, dann nochmal für den Keller oder so. Aber wir gucken erstmal weiter. Der gesamte Gebäudekomplex ist übrigens 300 x 200 Quadratmeter groß und auf einer 50 Quadratmeter großen, Hektar großen Fläche irgendwie oder Bergfläche irgendwie so. Und wie gesagt, 300 x 200 Quadratmeter, das ist schon ein ordentliches Areal. Viel davon im Wald, das ist hier das Hauptgebäude. Ich habe ja am Anfang ein paar Nebengebäude noch gezeigt. Und jetzt wechsle ich mal kurz auf die Actioncam um, weil wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Keller und schauen uns da noch ein bisschen um.
ich werde mich so langsam wieder auf den Rückweg machen. Ich fand hier diesen Spülkasten auch ganz lustig. Mit der Kette ist jetzt ein bisschen dunkel, weil ich mit der anderen Kamera nochmal filme. Auf den automatischen Einstellungen. Ja, ich werde mich so langsam auf den Rücktour machen. Ich denke mal, wir haben jetzt so bis 75% oder noch mehr von dem Objekt gesehen. Ich denke mal, das ist in Ordnung soweit. Verdammt schöne Architektur, muss ich sagen. Diese ganzen Fenster hier oben, was wir oben und im Keller gesehen haben, fand ich echt cool mit den ganzen Sachen. Da hinten diese Brücke da, dieser Balkon, sag ich mal. Und auch dieser komische Theatersaal mit den Säulen. Und ja, deswegen schon eine Menge coole Sachen. Kann man das hier lesen? Der Schleicher von Beelitz. Ja, lustig eigentlich, dass hier irgendwelche anderen Urbex, die sich anscheinend auch schon ordentlich ausgetobt haben. Ja. Ist ja so auch so ähnlich wie Beelitz hier. Und deshalb, ich würde sagen, ich mache mich so langsam auf den Rückweg und melde mich gleich dann im Wald nochmal. Ich würde sagen, wir haben hier soweit alles. Ja, und ich melde mich dann gleich nochmal im Wald. Bis gleich. So, jetzt hier nochmal eine kleine Aufnahme. Es geht gerade jetzt wieder zurück. Raus vom Gelände. Hab's durch ein paar verwinkelte Gassen gefunden. Orientierung sind gleich mal null bei mir. Und jetzt muss ich einfach nur wieder noch ein Stück raus durch den Wald. Und dann haben wir es geschafft. Insofern uns jetzt hier nicht noch irgendjemand aufgreift. Hier ist nochmal dieser komische Gang, wo ich von lang gelaufen bin. Dieser Balkon. Und ja, hier waren gerade noch ein paar Leute anscheinend in der Nähe. Ich habe irgendwelche Stimmen gehört, aber niemanden weiter gesehen. Hauptsache, der Typ mit dem Hund kommt hier nicht nochmal vorbei. Dann ist ja alles schick. Ich glaube, ich laufe nur gerade in die andere Seite, weil hier ist nochmal ein anderer Eingang, sehe ich gerade. Hier hätte ich auch reingehen können. Holper die Holper. Hier ist nochmal der andere und ich muss aber wieder da zurück durch den Wald und werde mich gleich nochmal zum Schluss bei euch melden. So, jetzt befinde ich mich hier wieder bei der Baracke und ja, Fazit ist nochmal, schickes Häuschen, schöne Architektur. Man merkt, dass es aus einer sehr alten Zeit kommt, was mir aber echt noch gut gefällt mit den ganzen Verschnörkelungen, die ganzen runden Fenster und dass sich da einfach architekturmäßig noch Mühe gegeben wurde und ja, ist auch ein relativ großer Komplex. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht unbedingt alles gesehen, aber ich denke mal, es sollte soweit auch ausreichen. Ja, ich bin hier gerade voll irgendwie an der Brennnessel oder so. Das ist kein Mückenstich, das ist eine Brennnessel, weil es brennt halt auch ziemlich. Und egal, weil ich ja hier mitten im Wald bin. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich will noch ganz kurz ankündigen oder sagen, es tut mir leid, dass gerade so wenig Videos kommen, dass jetzt irgendwie erstmal 3 Wochen lang knapp gar nichts kam, weil ich jetzt hier auch gerade kurz nochmal auf Usedom war und so. Und ich habe auch gerade Prüfungsvorbereitung für meine Zwischenprüfung und die läuft gerade, deswegen kommt nicht so viel. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich demnächst wieder mehr was machen werde. Es ist noch geplant, eine Nachttour durch ein altes Sanatorium in Berlin, durch einen sehr, 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 sehr großen Gebäudekomplex. Größer als das hier ist noch geplant, zwar nachts. Und noch diverse andere Sachen stehen auf der Liste und werden in Zukunft abgearbeitet. Ja. Ich hatte nur heute nicht ganz so viel Zeit, mit der ganzen Kameraperspektive hier und da mal rumzuwechseln und habe eigentlich noch ein paar andere Vorhaben gehabt oder auch mal noch ein paar Fotos zu schießen. Leider ist es jetzt aus zeittechnischen Gründen nicht so geklappt, aber ich denke mal, haben hier trotzdem ein gutes Objekt mitgenommen, ein gutes Video gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Tour gefallen. Wir konnten einen kleinen Eindruck von dieser Klinik bekommen. Ich werde hier in dem Video mal noch ein paar Infos dazu einfügen und mal ein bisschen gucken, dass ihr noch ein paar Hintergrundinformationen bekommt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit besserer Qualität und so. Ich habe da ein paar Sachen vor. Werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, und genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.